TechFails, ein Podcast von Studierenden der Technischen Hochschule in Nürnberg. Hallo und ich hoffe, ihr da draußen könnt uns gut hören, denn es soll uns nicht widerfahren bei den Protagonisten unserer nächsten Stories. Was es damit auf sich hat, heute reden meine werten Kollegen Konstantin und Nicole über das Thema Technik-Fails. Was aber damit auf sich hat und vor allem, wer Konstantin und Nicole sind, erklärt ihr gleich. Ich bin der Moderator eurer heutigen Sendung, Adriano. Aber, das wisst ihr jetzt mittlerweile schon, deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein, außer dass es eine gute Sendung wird. Aber zu euch beiden erstmal. Konstantin, kannst du uns mal kurz sagen, wer du eigentlich bist? Jo, Adriano. Ich bin der Konstantin, ich bin 24 Jahre, komme aus dem Großraum Nürnberg und ich studiere mit dem Adria zusammen Technikjournalismus und PR. Auch ebenfalls in Nürnberg. Klingt doch nach einem guten Anfang, aber Nicole, kannst du uns bitte auch sagen, wer du bist, damit wir das Trio endlich voll haben? Ja, klar. Also, ich bin Nicole, ich bin auch aus Nürnberg und ich studiere mit euch Technikjournalismus im 7. Semester an der TH Nürnberg. Super, und ich kann euch auch super hören, anders als vielleicht, wie schon erwähnt, die Protagonisten unserer nächsten Stories, denn Technik-Fails. Was wir damit euch erzählen wollen, ist Stories, wo jetzt die Technik vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen zu viel dafür gesorgt hat, dass etwas schiefgegangen ist. Und vielleicht ist der Butterfly-Effekt vielleicht einfach nur Versagen, vielleicht einfach nur ein kleiner Joke für nebenbei. Wir wissen es nicht, weil wir uns extra gesagt haben, dass wir die Stories von uns nicht kennen und uns jetzt live on tape in der Sendung damit überraschen werden. Und die erste Story bringt Konstantin mit. Konstantin, was ist deine Technik-Fail-Story? Jawohl, Adriano, meine Technik-Fail-Story. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich stehen Touchscreens ja für eine einfache und intuitive Bedienung. Ich will mal fragen, wer von euch hat zum letzten Mal ein Tastenhandy und wann benutzt? Ja, da fängt es eben schon an. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern eben. Bei mir irgendwie 2011 oder so, als ich mir meine Mutter eine Nachricht schreiben musste. Ja, fast in jedem Smartphone und in jedem Neuwagen sind mittlerweile schon Touchscreens verbaut. Ist auch gar nicht mehr auszudenken, irgendwie eine mechanische Tastatur mit sich herumzutragen. Und eben auch bei industriellen Anlagen, die mittlerweile so komplex sind, dass herkömmliche Bedienpulte mit physischen Knöpfen und Schaltern gar nicht mehr so gut hinterherkommen. Weil wenn einmal die Anlage irgendwie geändert werden muss, muss dann eben auch das ganze Pult umgebaut werden. Und beim Touchscreen reicht ein simples Software-Update. Das denke ich uns allen klar. Aber Understandable. Im Falle des US-Zerstörers McCain jedoch führte es den Touchscreen eben dazu, dass 10 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Der Unfall ereignete sich vor ca. 3 Jahren, im August 2017. Als die McCain mit einem viel zu großen Frachter, mit einem viel größeren Frachter als die McCain selber, zusammenstieß. Die völlig übermüdete Crew der McCain versuchte damals noch den Kollisionskurs zu verlassen, aber das Schiff hat gar nicht mehr so reagiert, wie die Crew das eigentlich wollte. Ja, in einem anschließenden Untersuchungsbericht hat dann eben die US-Transportsicherheitsbehörde festgestellt, dass eine unklare Bedienoberfläche des Touchscreens und das fehlende haptische Feedback, was man normalerweise bei Tastern und Schaltern durch irgendwie ein Einrasten hat oder so, das war überhaupt nicht vorhanden. Und deswegen war sich die Crew überhaupt nicht im Klaren, welche der beiden Turbinen jetzt gerade angesteuert wird oder überhaupt läuft. Und das hat eben dazu geführt, dass das Schiff eine starke Linkskurve gemacht hat und mit dem Frachter zusammengestoßen ist. Ja, in Zukunft setzt die Marine natürlich wieder auf mechanische Steuerungselemente und hat alle Touchscreens wieder entfernt vom Schiff. Also ich würde dann jetzt mal die Frage an euch beide richten und damit so eine kleine Diskussion eröffnen, aber war das jetzt unbedingt Versagen des Touchscreens und der Technik oder der Besatzung einfach? Weil jetzt ja auch die Folge davon, dass sie jetzt technologisch gesehen einen Schritt zurück macht, die ganze Marine. Eigentlich hat die Technik ja nicht versagt. Im Prinzip würde das Touchscreen ja funktionieren, aber es wurde halt nicht richtig installiert oder gebaut, richtig? Deswegen, ich würde halt sagen, das war einfach menschliches Versagen, dass halt die Besatzung entweder nicht gut geschult war oder, wie du gesagt hast, übermüdet war. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders, muss ich sagen. Aus meiner Sicht wurde sich da gar nicht wirklich der Mehrwert bewusst gemacht, den man durch diesen Touchscreen erzielen will auf diesem Schiff.
Weil tatsächlich hat der Touchscreen gar keinen Mehrwert. Er funktioniert genauso zweckgemäß wie die mechanischen Taster und Schalter. Und ich finde auch, dass diese Resultate für einen Ingenieur, der damals den Touchscreen installiert hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, dass diese Resultate absehbar waren. Dann würde ich aber gerne die Frage stellen, war das vermeidbar? Ja, also ich finde schon, dass es auf jeden Fall absehbar war, dass diese Folgen auf jeden Fall passieren. Und was würdet ihr gerne also als Schlusswort für das Thema Touchscreen verursacht 10 Tote auf einem Kriegsschiff noch dazu sagen? Ich glaube, es ist generell schrecklich, wenn Fehler passieren, also technische Fehler passieren und aufgrund dessen jemand umkommt. Also das ist ja dann echt so, wo man sich dann fragt, okay, hätte man das verhindern können, hätte ein Mensch das verhindern können, war die Technik schuld und so weiter. Also ich glaube, sobald Menschenleben im Spiel sind, ist es einfach dann schwierig, das generell jemandem die Schuld zu geben, wenn die Technik dann letztendlich versagt. Dann hoffe ich ja doch, dass deine Story ein bisschen erfreulicher ist, Nicole. Denn ich würde dich jetzt gerne fragen, was für eine Story hast du uns mitgebracht? Also tatsächlich ist meine Story eher lustig. Also ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, ja, das passt zu uns Deutschen. Das widerspiegelt uns sehr gut. Und zwar geht es um Flugzeuge und es geht um unsere Regierungsflugzeuge. Es ist nicht ganz so technikintensiv wie das von Konstantin, aber es ist auf jeden Fall sehr witzig. Wisst ihr, mit welchem Flugzeug der amerikanische Präsident fliegt? Air Force One. Richtig. Was wisst ihr über dieses Flugzeug? Das kam gerade sehr aus der Pistole geschossen von Adriano. Der weiß doch sicher noch mehr. Also, die Air Force One hat die Modellnummer 17, I don't give a toot. Nein, also die Air Force One ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie ja Luxus ist, die Macht des Präsidenten. Es ist ja auch ein Mythos, also man weiß ja auch gar nicht, was sich alles in diesem Flugzeug befindet. Und das Flugzeug selber hat auch einen Wert von 3,9 Milliarden Dollar. Also es ist ein Riesending, mit diesem Teil zu fliegen. Und dann kommen die Doyle. It's safe to assume, dass da mindestens ein Getränkehalter drin ist. Es ist tatsächlich sogar ein OP-Saal in dem Flugzeug. Falls dem Präsidenten etwas passieren sollte. Macht ja Sinn eigentlich, ne? Es ist ja die wichtigste Person von dem Land. Da sollte die eigentlich ja am luxuriösesten reisen. Aber das Witzige ist, jetzt kommen die Deutschen. Mit was reisen die deutschen Politiker? Also die deutschen Politiker müssen sich schon mal alle im Flugzeug teilen, ja? Also es gibt jetzt nicht irgendwie für die Bundeskanzlerin ein Flugzeug. Und zwar reisen die mit, die haben nicht mal ihre eigenen Flugzeuge, diese Flugzeuge gehören der Bundeswehr und werden dann umgerüstet. Also jetzt, wenn die Frau Merkel sagt, hey, ich möchte jetzt zu einem wichtigen Gipfel fliegen, hab da ein Treffen mit Putin, dann wird erstmal bei der Bundeswehr angerufen und dann sagen die, puh, ja, müssen wir erstmal umstellen. Und dann kriegt die ein Flugzeug und diese Flugzeuge sind wirklich technisch so auf den alten Stand, dass die eigentlich regelmäßig ausfallen. Also mittlerweile ist... Ich glaube, nachdem du Bundeswehr gesagt hast, überrascht es eigentlich keinen. Also es ist mittlerweile bekannt, zumindest unter den Politikern, dass diese Flugzeuge regelmäßig ausfallen und dass viele schon irgendwo sitzen geblieben sind, weil es hieß technische Probleme. Also meistens haben die Motorschäden oder sonst irgendwas. Es gibt auch wirklich viele verschiedene lustige Stories, wie zum Beispiel, dass in 11.000 Meter Höhe, das war jetzt erst vor einem halben Jahr, sind dann plötzlich die Scheiben gerissen. Also sollte vielleicht nicht passieren beim Flugzeug. Oder was ich auch ziemlich krass finde, ist auf jeden Fall die Story von 2002. 2002 war nämlich der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder war auf dem Weg nach Lateinamerika, weil da ein wichtiges politisches Ereignis war. Und was die nicht mit einberechnet haben, ist, dass es bisschen weit ist von Deutschland nach Lateinamerika und denen ist tatsächlich... Denen ist das Benzin ausgegangen. Ja, denen ist tatsächlich der Treibstoff ausgegangen. Beziehungsweise man weiß nicht, ob es ausgegangen ist, weil sie es falsch berechnet haben oder weil das am Flugzeug liegt, an den Modellen. Aber es ist tatsächlich so, dass denen der Treibstoff ausgegangen ist und sie mussten im Dschungel in Amazonas notlanden, weil sie halt kein Benzin mehr hatten. Oh also je. Es ist jedes Mal immer wieder echt eine Riesenblamage für die deutschen Politiker, die dann immer wieder irgendwo sitzen und dann heißt es ja, sie dürfen nicht kommen oder letztes Mal war es auch so, dass sie zu spät gekommen sind zu so einem G7-Gipfel in China, kamen sie viel zu spät, weil einfach
das Flugzeug nicht ging oder weil es nicht bereit war, weil es technische Probleme gab. Und das sind wirklich so Probleme, wo man sich vorstellen muss, stellt euch vor, ihr fahrt mit einem Auto und es hat kein Airbag und keine Servolenkung, so ungefähr. Solche Flugzeuge sind das. Ich kann mir vorstellen, wenn wir irgendwie unter die Haube vom Flugzeug schauen von der Bundeswehr, dann steht da irgendwo Made in Jugoslavia bestimmt oder so. Ja, so ungefähr. Also das sind wirklich ganz, ganz alte Dinge und es ist wirklich erstaunlich, dass mit sowas die deutschen Politiker, die ja auch, also man muss da auch sagen, es hat ja auch Sicherheitsgründe, ne? Also die Bundeskanzlerin kann ja angegriffen werden und diese Flugzeuge sind zwar ausgestattet, also die haben so Raketen verbaut, aber ansonsten ist es jetzt nicht wie die Air Force One zum Beispiel. Das war mir nicht bewusst, dass Politiker quasi in unseren Second-Hand-Flugzeugen durch die Gegend, durch die Welt fahren, fliegen. Die sind auch tatsächlich Gebrauch gekauft, ja. Die sind Gebrauch gekauft. Das ist unglaublich. Und die werden auch eingeschlafene Bürokratenfüße genannt. Weiß auch nicht, wo das herkommt, aber... Ja, wir speichern das jetzt einfach mal ab mit Fliegen ist eh schädlich für die Umwelt und wenn wir das hören, sogar doch unsicher für unser Überleben. Ich finde es halt allgemein schockierend, weil wenn du sagst, hey, wir sind Deutschland, wir sind wirtschaftlich ja sehr weit, sehr breit aufgestellt, auch technisch und man will ja eigentlich, man sagt ja auch, man spricht immer von Digitalisierung, Industrie 4.0 und Deutschland ist ja so weit vorn mit dabei. Ich finde es dann echt peinlich, also es ist peinlich, dass die Regierung von Deutschland mit einem gebrauchten Flugzeug von der Bundeswehr rumtuckert und dann auch noch die Scheiben reißen und also es ist auch zum Beispiel Standard bei denen, dass sich Rauch entwickelt in dem Cockpit oder so. Standard. Ist immer so. Ich kann mir schon so vorstellen, irgendwie Angela Merkel auf eBay und schreibt dann irgend so einem Typen so, was letzte Preis für Flugzeug? Ja, genau so. Hey, ich finde es auf einer anderen Seite aber auch irgendwie gut, dass die was Politiker da eben nicht ihre High-Class-Luxus-Sicherheitsflugzeuge beanspruchen, sondern wirklich, wie gesagt, in den Second-Hand-Flugzeugen unterwegs sind. Das ist halt auch irgendwie eine Form von Nachhaltigkeit, würde ich behaupten. Aber was ist mit der Sicherheit? Weißt du, kann es die Sicherheit gewährleisten? Weil du musst schon sagen, es sind ja wichtige, also die wichtigsten Menschen von Deutschland, blöd gesagt. Also ich will doch wohl hoffen, dass da nochmal am Schluss wirklich jemand drüber schaut, der dann wirklich sagen kann, das ist sicher oder das geht gar nicht. Ansonsten, ja, unsere Politiker wissen, auf was sie sich einlassen, hoffe ich zumindest. Du hast auch was Gutes angesprochen, Konstantin, und zwar Schluss. Und zwar, bevor wir zum Schluss kommen, will ich noch meine Story kurz erzählen. Und zwar mein Technik-Fail, wo ich mir jetzt extra was rausgesucht habe, was mehr so zum Schmunzeln ist und wir, die ja auch Medienschaffende sind, auch ein Lied davon singen können. Und zwar einer meiner Lieblingspodcasts, die Kack- und Sachgeschichten, bevor ihr irgendwas denkt, das ist ein Popkultur-Podcast, wo sie über so Themen reden wie, was hat Toy Story mit dem Weltenschmerz zu tun oder wie überlebt man in Hogwarts oder was für psychische Störungen hat Darth Vader. So in dem Sinne, das sind so deren Themen. Hatten sie 2018 den ersten Live-Auftritt von sich, also es hieß auch Kack und Sach on Stage. Und dadurch, dass die alle Regie und Filmwissenschaften studiert haben, wollten sie auch so ein bisschen mal mehr in die Materie reingehen und haben sich als Thema Filmsound eben genommen. Also wie jetzt eben Sound einfach mal den ganzen Film und die ganze Experience verändern kann. Und sie haben auch da den tollen Spruch geprägt, du bist viel leichter von beschissenen Ton angepisst als von einem schlechten Bild. Die Ironie kam beim Thema Filmsound, beim Thema Sound an sich. Was könnte das Ironischste sein, was passiert? Sie kommen auf die Stage. Zwei der drei Mikrofone fallen aus für die ersten 20 Minuten. Wow. Ja, deswegen halt war nur, wo sie quasi ihren Song performen, ihr Intro, hat man nur einen von den drei Moderatoren gehört, weil er auch ein Organ wie ein Büffel hat anscheinend. Aber die anderen beiden halt irgendwie so, okay, die checken die ganze Zeit was mit Mikro los, man hat nur so Störgeräusche, kamelt es um, bis halt dann irgendwann einfach mal so eine Keule rübergereicht wird, weil sie ja mit Headsets alles versucht haben. Und ich will euch mal fragen, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr auf der Stage seid und euer Mikrofon einfach ausfällt vor 200, 300 Leuten? Ja, ist auch schwierig dann zu sagen, sorry Leute, der Ton geht nicht, wenn der Ton nicht geht, ne? Der Kontext ist aber, dass sie halt wirklich über Filmsound reden und der Sound ausfällt. Also ich glaube, viele haben gedacht, das ist einfach ein Meta-Joke, den sie gerade machen.
So, ich kann sie nicht übel nehmen, ich hätte es auch gedacht. Ja, da darfst du bloß nicht hoffen, dass du eine Raucherlunge hast und dass du da dein Lungenvolumen auf jeden Fall füllen kannst, um die Halle zu beschallen irgendwie. Danach hatten sie bestimmt erstmal für 2 Tage keine Stimmen mehr, wenn sie dann den ganzen Saal beschallen. Ja, ich meine, aus dem Theater, da haben ja auch keine Mikros, da wird ja auch die ganze Zeit geschrien, sag ich mal. Na, aber das war jetzt auch so eine kleine Story von mir zum Schmunzeln gegen Ende hin, weil ich dachte mir, okay, bevor wir jetzt mit einem weiteren Kriegsschiff, das aussehen kaputt gegangen ist und Menschen gestorben sind, rausgehen, lieber mal sehen, es kann auch für witzige Ereignisse und Jokes sorgen, wenn einfach mal die Technik versagt. Aber ich würde jetzt einfach mal an euch die letzte Frage stellen. Wann hat euch eigentlich zum letzten Mal die Technik im Stich gelassen? Puh. Meinst du sowas wie, wenn der Akku leer ist, oder? Alles, wo ihr euch einfach gedacht habt, fuck, warum ist das jetzt nicht besser? Ich kann euch da auch eine richtig schlimme Geschichte erzählen, weil ich frage mich nämlich bis heute, was man da tun kann oder könnte. Ich habe nämlich mal, ihr wisst doch, dass man so Flugtickets mittlerweile gar nicht mehr ausgedruckt hat, sondern man hat die auf dem Handy mit so einem, ja, zum Scannen und so weiter, ne? Das wisst ihr. Mhm, QR-Code und Co., ja. Ja, genau. Und ich hatte das auf dem Handy und man kennt das ja, ne, Flugzeug und stressig und dann läufst du da am Flughafen hin und her und hin und her und dann bist du bei einem Sicherheitscheck, musst dich anziehen, ausziehen und so weiter. Also es ist ziemlich stressig. Und als ich dann hinter dem Security-Check war, war ich so erleichtert und ich musste so dringend pinkeln. Also bin ich total dringend auf die Toilette gegangen, habe aber voll vergessen, dass mein Telefon die ganze Zeit, damit ich es griffbereit habe, in meiner Hosentasche war und habe natürlich total ehrgeizig die Hose runtergezogen und natürlich ist mir das iPhone komplett in die Toilette gefallen. Wo alle Daten waren einfach. Alles. Da war die Flugtickets und alles war ja dort. Und ich dachte mir so, toll, was machst du denn jetzt? Weil ohne Flugticket, was machst du? Du bist schon hinterm Security-Check, aber die lassen dich ja nicht an Bord. Also ich habe es dann zwar irgendwann wirklich zum Laufen gebracht, aber da dachte ich mir dann auch so, es ist echt krass, wie wir heutzutage angewiesen sind auf Dokumente und Karten und Flugscheine, die online sind, digital sind. Dazu kann ich nur sagen, ich wäre richtig, richtig hart verloren ohne mein Google Maps. Ja, ich würde nicht mehr nach Hause finden wahrscheinlich. Da kann ich meinen Technikfehler erzählen und zwar, das war der ein Tag, bevor die Uni angefangen hat, im Jahr 2017, weil ich einen Orientierungssinn wie ein Ziegelstein habe, habe ich damals nicht Google Maps benutzt, sondern ich dachte, ich könnte wirklich das einfach zu Fuß finden. Und ich habe mich, ihr müsst halt wissen, wisst ja, unsere Uni ist, keine Ahnung, 50 Meter von der U-Bahn-Haltestelle entfernt. Ich habe mich eine halbe Stunde verlaufen, weil ich nicht wusste, wo die war. Wow. Aber Konstantin, was ist dein letzter Technikfail gewesen? Wie gesagt, ohne Google Maps, ich komme nicht mehr klar. Kartenlesene, Ortsschilder bzw. Ausfahrten von Autobahnen. Ich brauche im Prinzip meine Dame, die mir sagt, jetzt bitte rechts abbiegen. Suchst du dir halt eine Freundin? Oi, Niki. Da werde ich jetzt mal die Dame sein und sagen, dass wir uns hier mit 15, 20 Minuten einen tollen Spaß gemacht haben, über Technikfails zu reden. Und ich bedanke mich bei meinen Kollegen Niki und Konstantin. Adriano. Danke für die tolle Sendung. Und ich kann nichts anderes sagen, außer ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören.